Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ihr wollt, warum wir gerade hier sind? Ja, ich hab's auch gesagt, die wollen wir dann in die Wüste, aber ihr wisst ja schon, diese Blöcke. Und so schlimm ist irgend nicht nur das Dorf. Geht mir ein wenig zu sehr ins Missgefallen. Und wieso? Das weiß ich auch nicht so wirklich. Wieso mir das Dorf hier gerade etwas so missfällt. Gibt doch keinerlei Gründe, dass ein so schönes Dorf einen missfallen könnte, nicht wahr? Habe ich mich deswegen entschieden, vielleicht doch noch ein bisschen länger hier zu bleiben. Lamm kann man brennen. Den kann man zu Schlamm-Ziegelstein machen. Und dazu Treppen und so weiter und so fort. Aha. Hier müssen wir die Brüder auch sehr viel unternehmen. Folge mir. Was gut an denen ist, die teleportieren sich irgendwann herum. Jetzt ist er schon mal frei. Aber wir brauchen wohl viel mehr Erde, um hier weiter zu helfen. Du bist also nichts nutz? Okay. Also, das wird also dann schon überlegen. Wir haben jetzt ein Dorf im Meer, errichten wir mit Hilfe der Brüder. Wir hatten im letzten Part ein schönes Gebiet. Da können die Brüder auch sehr viel errichten. Dann haben wir einmal den Wald. Den Berg.
Die Ebene und die Wüste. Sechs Gebiete schon. Das sollte erstmal reichen. Erstmal sollte ich hier eins nach dem anderen mal fertig bauen. Und mich erstmal in der Gegend hinlegen. Wir haben hier wirklich noch viel zu ändern. Sehr viel, um zu bauen. Aber erstmal sollten wir heimkehren. Ich bin schon wieder da drin gelandet. Viel zu errichten. Und wo fange ich bloß an? Wenigstens sind wir am Berg ja etwas vorangekommen. Ja, dein Haus. Sieht katastrophal aus. Mir wirklich leid für dich, Santo. Ich glaube, wir sollten erstmal wieder versuchen, irgendwie doch heimzukehren. Waren hier doch lang genug. Stimmt, hier gibt es wieder so schöne Häuser. Wo ist hier der Eingang? Er sagt mir nicht, dass du deine Tür im falschen Ende hast. Du hast gar nicht meine Tür. Oh. Ja. Wir haben hier viel zu ändern. Man merkt das. Meine Spitzhacke ist weg. Wir haben zum Glück ja genügend Stein aus dem Berg geholt. Was wir mit einem Brot jetzt das Stein abbauen können.
Wir haben sogar hier Zeitreisen hier. Ist dieses Projekt nicht wunderbar? Stimmt ja, die Farm da oben ist ja auch extrem gut gelungen. Durch viel zu viel zu tun gibt's hier. Es wird also nie langweilig werden. Ich glaube, wir sollten erst mal wieder. Wir haben genug gereist, haben so oft unsere Kameraden verloren. Mussten sie neu finden. Und sind jetzt hier in einem Schlammloch. Wie treibt denn das ja? Okay. Tut mir leid, Schweinchen. Bis hier gibt es ja wirklich keine Rettung. Okay, Schaf, tut mir leid. Ach du liebe Güte. Was sollen wir hier bloß. Was soll ich bloß hier machen? Ja, nichts nutzt und noch nichts nutzt. Und auch in den Schlamm. Ja. Haben wir wenigstens irgendwas Gutes im Inventar? Wir werden wohl erstmal wieder dort zurückkehren, wo unsere Reise begonnen hat. Dafür müssen wir von unserer Position aus in den Westen. Südwesten, ich Loch. Süden und Westen. Also bis irgendwann, meine Freunde. Ich freue mich schon so sehr, den Ältesten der Waldbewohner, der Elfen zu finden, wieder zu treffen, ihm von meinen Abenteuern zu erzählen, wie wir es ja auch versprochen haben. Wir sollten uns ein bisschen mehr westlicher halten. Ihr macht komische Geräusche, ihr Tierchen. Da ist, glaube ich, das Waldgebiet. Fängt's an? Ist da irgendetwas? Katzen. Was sind das für Sachen?
Ich hoffe, es ist nur ein nicht geladener Baum. Oder schlecht geladener Baum. Soll zwar nicht passieren, aber man weiß ja nie. Okay. Was ist jetzt hier los? Hier sind keine Bäume mehr. Wieso begrüßt mich ein Wolf? Die Bäume. Die ganzen Bäume sind weg. Da ist ein Haus kaputt. Ja, da sind wieder Klone der Brüder. Und Rokos Baum ist weg. Ihr erinnert euch doch noch, oder? Er stand hier in einem Baum. Wo ist der Baum? Das Haus ist kaputt. Die Schäden waren, glaube ich, schon vorher da. Itsu Otome, kannst du das mir bitte erklären? Oh, ich sag, es ist was Schreckliches passiert. Ja, was ist mit den Bäumen passiert und das Dorf? So, ich bin nur eine Illusion. Ich glaube, ich sollte ihn in seiner Situation am besten nicht noch ärgern. Toll, ich bin nicht hier, ich bin nur eine Illusion. Du siehst mich nicht. Ich existiere nicht. Was ist passiert? Ein Feuer hat alle Bäume und das Dorf vernichtet. Wir sind den Untergang geweiht. Da kann man nicht helfen. Wir haben ja kein anderes Waldgebiet gefunden. Es ist noch nicht alles verloren. Ich habe einen Wald entdeckt. Mit starker Verbindung zur Nat. Zur Nat. Natur. Was wirklich? Bitte zeig uns den Weg dahin. Zu unserer neuen Heimat. Ja, gerne. Folgt mir einfach. Das heißt, wir dürfen gleich mit Itsu Otome und den anderen. Den ganzen Weg. Wieder nach da unten hinlaufen. Okay, es sieht noch nicht so zerstört, aber man weiß ja nie, aber die großen Bäume. Was ist da hinten passiert? Feuer, okay. Dann hoffe ich mal, dass es nicht wieder passiert. Das heißt, im nächsten Part gibt's erneut eine Reise. Ich wollte doch zurück zum Strand. Böser Zombie. Nerv nicht, Zombie. Au. 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 Ich sterb hier noch wegen. Welche Genie? Hatte eine Jahre Idee. Au! Von jeder zu Tode geprügelt.
Wir sehen uns wieder beim kaputten Dorf. Und ich meine nicht dieses Dorf. Euch noch einen schönen Tag und ciao.